Hallo zusammen, mein Name ist Emma und ich bin Administratorin einer Rammstein-Fan-Community auf Instagram. Wie ihr schon aus dem Namen des Videos rauslesen konntet, möchte ich heute über die Vorwürfe gegen die Band sprechen. Wichtig ist, ich möchte in diesem Video niemanden beschuldigen, rechtfertigen oder auch für niemanden bürgen. Ich möchte auch niemanden als Lügner oder Lügnerin bezeichnen. Und als langjähriger Fan kann ich ganz klar sagen, wenn die Vorwürfe gegen Rammstein stimmen würden, würde es mich wahnsinnig traurig machen und auch wahnsinnig enttäuschen. Was mich aktuell aber auch sehr enttäuscht, ist, dass die andere Seite, also die Seite, die an diese Vorwürfe nicht glaubt, überhaupt keine Chance bekommt, gehört zu werden. Das Thema wurde in den letzten Wochen in den Medien so groß gemacht, dass man teilweise auch nicht mehr weiß, woher die Nachrichten kommen. Und das ist auch das Ziel des heutigen Videos, einfach mal offen und ehrlich darüber zu sprechen, warum die Fans trotzdem noch hinter der Band stehen, meine Meinung dazu zu äußern und auch mal die Meinung der Mädels anzuhören, die ebenfalls bei solchen Partys dabei waren. Ich habe mich extra für dieses Video mit einigen Leuten unterhalten und werde heute diese Inhalte und auch ihre Worte mit euch teilen. Also bleibt dran. Erstmal möchte ich darüber berichten, wie es vielen Fans aktuell geht, wie sie mit der ganzen Situation zurechtkommen, was sie dazu halten. Und zwar macht es natürlich einen traurig, wenn Rammsteins Musik irgendwo teilweise nicht mehr abgespielt werden kann oder wo immer mehr Leute Hass gegen die Band entwickeln, ohne sich mit der Sache wirklich zu beschäftigen. Teilweise auch in meinem Bekanntschaftskreis gab es Leute, die einfach gesagt haben, sie haben es in den Nachrichten gehört oder sie haben es irgendwo gelesen. Und wie ist das denn so? Hast du denn keine Angst, zu den Konzerten zu gehen? Und wie bereits gesagt, ich als Außenstehende kann nicht ankommen und sagen, okay, das und das ist passiert, das andere ist eine Lüge, der hat gelogen und der hat recht. Aber meine persönliche Meinung bleibt dabei, dass die Vorwürfe einen Auslöser gehabt haben müssen. Aber die Frage ist, ob es wirklich in diesem Maß passiert ist, wie es aktuell wiedergegeben wird. Ich habe eine relativ große Community, ich unterhalte mich mit einigen Leuten, die teilweise auch was mit der Band zu tun haben oder hatten. Und von dem, was ich mitbekommen habe, kann ich sagen, dass die Gespräche mit der Band, mit Teammitgliedern eigentlich immer mit gegenseitigem Respekt und mit viel Höflichkeit geführt wurden. Deswegen ist es für mich schwer vorzustellen, dass sich einer von diesen Menschen strafbar machen würde. Das aktuelle Problem ist, dass dieses Thema durch die Medien so groß gemacht wurde. Was auch an irgendeiner Stelle gut ist, weil wären diese ganzen Ereignisse wirklich passiert oder würde jemand tatsächlich irgendwelchen Mädels oder irgendwelchen Menschen sowas in der Art antun, ist es super, das sage ich mega, dass dieses Thema einfach nicht irgendwie in Vergessenheit gerät oder dass das Aufmerksamkeit bekommt. Aber was mich an der Sache stört, es wird gepostet, repostet, es wird weiterverbreitet, darüber wird berichtet, ohne irgendwelche Beweise dafür zu haben, ohne sich mit der Sachlage zu beschäftigen oder auch ohne überhaupt zu gucken, okay, was war denn der Auslöser, woher kommt die erste Aussage, was ist am Anfang wirklich passiert und warum ist diese ganze Geschichte entstanden, durch wen ist sie entstanden. Das ist aber kein Video, wo ich darüber diskutieren möchte, ob diese erste Geschichte, durch die das Ganze angefangen hat, stimmt oder nicht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hinterlasse ich euch einen Link in der Beschreibung. Da ist ein Interview von einer YouTuberin. Sie hat mit einem Mädel gesprochen, das ebenfalls bei dieser allerersten Party dabei war und hat halt quasi das Ganze mitbeobachtet, hat dieses Mädel mitbeobachtet und da könnt ihr euch gerne informieren, was da abgelaufen ist. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum Thema. Es gibt eine Möglichkeit, eine Aftershow-Party oder es gab eine Möglichkeit, eine Aftershow-Party bei Rammstein zu besuchen. Das ging über mehrere Jahre und da wurden tatsächlich Mädels oder meistens Mädels eingeladen. Es waren auch ein paar Jungs dabei. Da gab es dann eine Möglichkeit, ein paar Bandmitglieder zu treffen. Es gab eine Möglichkeit, zusammen was zu machen, zusammen zu trinken, zusammen auch in diese Zero Row, also diese Null-Reihe, nach vorne zu gehen und das Konzert dann quasi von sehr, sehr nah zu beobachten. Und ich denke, das kann am besten einer beschreiben, der wirklich bei sowas mit dabei war. Von dem her hören wir uns das an. Hi, ich bin Jessin. Ich war letztes Jahr bei Rammstein Backstage in der Reihe 0 und bei der Pre- und bei der Aftershow-Party und ich würde gerne meine Erlebnisse mit euch teilen. Ich habe den Abend durchweg positiv in Erinnerung. Ich habe dort keine Sachen mitbekommen, die gerade im Umlauf sind oder sonstiges. Ich habe mich die ganze Zeit dort wohlgefühlt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nur für diese eine Sache da war, wie es jetzt in den Medien steht oder dafür gecastet worden bin oder sowas. Natürlich gab es dort auch Alkohol im Backstage, nur jeder durfte sich das selber nehmen. Es war jeder dafür selbst verantwortlich und es wurde nichts verteilt. So wird es ja gerade in den Medien dargestellt. Ich habe dort auch Till kennenlernen dürfen, mein Idol. Das war für mich einfach mega, super geil. Und ich habe ihn durchweg als sympathischen, humorvollen, freundlichen Menschen kennengelernt. Ohne irgendwelche Hintergedanken, zumindest war es so an dem Abend, als ich da war.
Ich würde auch immer wieder dorthin gehen. Es war der beste Abend in meinem Leben und ich verstehe und kann momentan diese Gerüchte nicht nachvollziehen. Hi, my name is Jasmine. I'm 40. I'm from Germany, living in the Netherlands. And I would like to share my experience with all the Rammstein shows that I've been to. I met Alona, or Alina, how she's written, I think 2018, on a concert. And she didn't give me a backstage band. So I was searching her in the internet and I found her. And she was the most lovable person ever. She is an angel. Not only that she helped me many, many times to get a guest list spot, to go on the pre-party, to go on the after party or whatsoever. She helped tons of women to fulfill their biggest dream. And I'm not talking about sex or whatever, sex, drugs, or rock and roll. I'm not talking about that. I'm talking about meeting their idol, having a good time, going to the shows, etc., etc. She never ever offered drugs to anyone. She never ever pushed someone to do something that they don't want, or she never put like anything in any drinks or whatsoever. I was on 15 shows at least, and I know a lot of those girls who go there, and with a lot of, I became very, very close friends. If you see that, I love you. So no one of us ever saw Till or the band or the security or whomever putting drops in drinks or giving you drugs to do whatever with you. These things, they don't happen there. I mean, and there are like tons of women who want to sleep with Till, and he is the nicest guy I have ever met. If people would know, and I have to be careful because I don't want to cry, if people would know how this guy really is, they would not talk like this about him. And it's really very, 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 very hard to see all of that shit about him. If you met him and know how he is, then you're just shocked that people say shit like that. And I know most of the security guys, and also they always took care of us. So never ever I saw any violence or anything else that was not okay. And as I am a victim myself from many, 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 many years ago, I would never protect someone who's doing any shit to any person on this planet, or animal or whatsoever. So I would always go out and protect those people. So yeah, this is what I can tell you. And all of my friends, they would tell you the same, even the girls I don't know that close. And by the way, there's one of my best friends who's trying to put some words out, but she has to be very, very careful because she was on that party in Berlin where you guys see a video where a YouTuber girl is talking quite bad about. So all of these things, they never happened on that party. My friend was talking to me like hours straight after that party. She was at the pre-party, she was at the main party. She was like 24 hours, I think, with the band. So it's just not true. And I'm sorry for everyone who thinks that I do victim blaming. That is not the case. But if you know so many people from the Rammstein crowd or community, then it's just awful and ugly to hear all of those things. So, yes, these are my two pennies. Ich war letztes Jahr in Düsseldorf dabei und wir wurden alle respektvoll behandelt. Ich selbst trinke keinen Alkohol und wurde zu nichts gezwungen. Flake und Till waren Backstage. Till war lustig drauf und war halt einfach da. Flake hat gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen und ob bei uns alles in Ordnung sei, also super freundlich. Wir hatten alle, soweit ich das selbst beurteilen kann, viel Spaß und einen schönen Abend. Ich habe auch mitbekommen, dass wenn man bereit wäre, irgendwie mit Till zu schlafen, dann auch die Gelegenheit bekommen hätte, aber es wurde respektvoll gefragt. Weil ich selbst null Alkohol getrunken hatte, habe ich auch alles mitbekommen und war sehr wachsam seit Minute 1. Ich wurde im Infield von Alena angesprochen.
Sie hat mich gefragt, ob ich heute Abend mit zur Aftershow kommen möchte. Hat mir auch sofort ein Band gegeben. Ja, und für mich ging Traum in Erfüllung. Ich habe mir sowas schon immer gewünscht, Backstage auf die Band zu treffen. Ja, für mich war klar, dass ich das machen möchte. Ich bin da in meinem Outfit hingegangen, ganz normal, was ich das Outfit, was ich auch fürs Konzert vorher völlig freiwillig gewählt hatte. Da wurde überhaupt nichts dran verändert. Mir wurde nicht gesagt, dass ich überhaupt irgendwas an mir machen muss, um da Eintritt zu haben. Ja, wir mussten vorne die Handys abgeben. Das ist für mich aber nichts Besonderes bei diesen Events. Das passiert ganz oft. Und auch während des Rammsteins-Konzerts wird gebeten, nichts aufzunehmen, damit das eben nicht tausendmal verteilt wird und das jeder für sich erleben kann. Dann war das ein Raum, wie auch schon beschrieben wurde. Der war aber ziemlich groß. Und da war ein Tisch, wo Drinks drauf standen. Da war auch ein Barkeeper hinter. Und natürlich standen da auch Sofas. Ja, ich weiß nicht, was jetzt an Ledersofern so merkwürdig sein soll. Das waren einfach Sitzgelegenheiten in meinen Augen. Da habe ich überhaupt nichts Merkwürdiges bei empfunden. Also wirklich nicht. Ich konnte super quatschen mit ganz vielen anderen Mädels. Was ich auch sagen möchte, da waren auch andere Männer. Keine Security-Typen, ganz normale Männer in Anführungsstrichen. Aus Dänemark, auch jüngere Männer, mit denen habe ich mich auch sehr lange unterhalten dort am Abend. Ich weiß auch, dass aus meiner WhatsApp-Gruppe auch jemand seinen Freund mitbringen durfte. Die wurde also nicht alleine eingeladen, sondern mit ihrem Freund durfte sie dieses Erlebnis teilen. Ja, und dann kamen zunächst die Bandmitglieder rein, zählen noch nicht. Von denen wurde ich sowas von freundlich begrüßt, also von Flake besonders und von Paul. Also wirklich freundschaftlich begrüßt. Überhaupt nicht anstößig oder übergriffig oder sonstiges. Den Alkohol gab es natürlich for free, was ich mega cool finde. Der wurde vor meinen Augen gemixt. Ich konnte ihn nehmen, ich konnte es aber genauso gut lassen. Viele andere haben dort gar nichts getrunken. Ich konnte niemanden beobachten, der da Drogen nimmt, dem Drogen angeboten wurden oder dem überhaupt irgendwas gesagt wurde, was er machen muss. Überhaupt nicht. Es war auch so, dass man zu jedem Zeitpunkt einfach gehen konnte. Ich konnte zu jedem Zeitpunkt raus auf Toilette, komplett raus, alles. Hätte ich mein Handy wiederhaben wollen, hätte ich es zu jedem Zeitpunkt nehmen können und einfach die Show verlassen können. Ja, dann kam Till rein und es wurde ja auch gesagt, dass er irgendwie durchdreht dort und die Einrichtung zerstört. Das ist aber überhaupt nicht so, dass er plötzlich durchdreht oder weil er da am Drogen nehmen ist, aus so einem Impuls heraus, sondern dass das ist die Show, so kommt er rein. Das ist quasi wie bei der Bühnenshow. Die Wand ist vorher dafür präpariert worden. Und sein Auftritt ist beim Reinkommen, dass er die zertritt. Wenn man als Rammstein-Fan davon geschockt ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe ein paar Worte mit Till gewechselt, warum er zum Beispiel das Jahr nicht zum Wacken Open Air kommen kann. Völlig normale Gespräche, völlig unsexualisiert. Und dann hat Till noch mit uns eine Polonaise gemacht, was mich total an damals an Kindergeburtstag und alles erinnert hat. Also das war wirklich eine lustige Atmosphäre, überhaupt nicht sexualisiert, kein Zwang, keine Nötigung, gar nichts. Das ist meine Erfahrung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Als das Ende war, meines Erachtens viel zu früh. Die mussten aber nächsten Tag auch schon wieder weiterfliegen. Da konnte ich nicht beobachten, dass irgendwer dort genötigt wurde, mitzufahren oder dass überhaupt irgendjemand da noch zu weiteren Afterpartys gegangen ist. Ach ja, er konnte ich beobachten, dass manche Frauen Till hinterhergerannt sind, das nicht akzeptieren konnten, dass jetzt die Afterparty endet. Ja, und sich da eher ihn paparazzienmäßig genähert haben, also aufdringlich eher von deren Seite in diesem Fall. Das Hotelzimmer war das größte mietbare Zimmer des Hotels und alles, was dort passierte, war rumhängen, rauchen, essen und trinken. Till saß auf dem Sofa, ich saß daneben, er servierte mir Essen.
war sehr höflich, unterhielt sich mit mir und bat einer anderen Frau, die Probleme mit Herpes hatte, eine Creme zu besorgen. Er verließ das Zimmer recht bald, um sich auf die Show vorzubereiten. Wir gingen alle unsere Wege und trafen uns an der Konzertlocation wieder, wo wir die Armbänder für den gesonderten Bereich bekamen. Dort waren wir unter uns und vorfreudig auf die Show. Nach dem Konzert fand die Aftershow-Party innerhalb der Halle statt. Paul Landers war dort, ein DJ, ein Catering, wie ungefähr jedes Event so aussieht. Till Lindemann war nicht mal dort, was uns insgesamt enttäuschte. Wir wurden danach auf eine After-After-Party wieder zurück im Hotel eingeladen, wo auch kein Mitglied der Band war. Wir unterhielten uns mit den anderen Mädels und gingen gegen 3 Uhr nachts in unser Hotel. Gegen 4 Uhr bekam ich von Alona die Nachricht, ob ich nicht Lust hätte, Till im Hotel zu treffen. Ich sagte, nein, ich sei müde und schon im Bett. Ende der Geschichte. Man kann sehr gerne darüber diskutieren, ob es generell korrekt ist, solche Backstage-Partys überhaupt zu veranstalten, dafür hübsche Mädels einzuladen oder rauszusuchen, da dann Alkohol oder irgendwelche anderen Substanzen zu konsumieren oder seinen prominenten Status für irgendwelche Zwecke auszunutzen. Aber es ist halt nicht die Hauptanschuldigung und auch nicht die Hauptsache, die der Band gerade vorgeworfen wird. An der ersten Stelle wird der Band oder wird Till Lindemann Nötigung oder Betäubung der Mädels vorgeworfen. Und das ist die Stelle, wo mir persönlich als Zuschauer, Zuhörer oder einfach als Mensch, der das Ganze mitbekommt, die Beweise fehlen. Und ich finde auch, dass diese Frage, ob diese Events generell korrekt sind, nicht nur an Rammstein stellen soll, sondern an viele, viele anderen Prominente. Jetzt kommt eine interessante Tatsache, die vielen vielleicht gar nicht so bewusst war, und zwar, dass es Groupies gibt. Das erkläre ich mal ganz kurz, und zwar, es gibt einige Mädels, die sehr gerne mit einem Prominenten oder mit ihrem Vorbild ins Bett steigen würden. Und jetzt kommt das Interessante. Seitdem ich diese Community habe, habe ich selber mit 2 Mädels gesprochen, die sehr gerne zu dieser Afterparty gehen würden, einfach nur aus dem Grund, dass sie auf eine Möglichkeit hoffen, mit Till was zusammen zu haben. Die 2 Mädels sind bei dem Thema ganz klar nicht die einzigen. Meine Erfahrung in der Row Zero und Aftershow bei Rammstein war sehr gut. Wir hatten einen schönen Abend, haben viel Spaß gehabt, haben auch kurz die Band getroffen und irgendwann kam Till dann rein und alle haben gejubelt und gelacht und er hat Party gemacht, getanzt, ist halt ein Entertainer. Konnte man sich zwischendurch auch mal ein bisschen mit ihm unterhalten, auch wenn das immer nur so kurze Gespräche waren, weil er ziemlich beschäftigt war da auch mit den Frauen, die es teilweise halt wirklich gezielt auf ihn abgesehen hatten. Ich hatte dann auch mal so, ich war neugierig, hatte dann mal gefragt, so die ein oder andere, wenn er jetzt ankommen würde, würdest du dann mit ihm mitgehen? Und die haben halt alle sofort ja gesagt, das waren so 3-4 Stück. Und eine sagte auch, ja, wenn er zu dir ankommt und du nicht willst, dann schick ihn zu mir. Habe ich gesagt, okay. Die Frauen dort waren volljährig, die wussten, was sie wollten. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches dabei. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei allen so war, aber bei ein paar auf jeden Fall. Und man hatte aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Eindruck, man müsste da irgendwas machen oder man wäre jetzt genau für irgendwas da, wie zum Beispiel Sex oder ähnliches. Es war einfach eine normale Party mit Till. Also es gab jetzt nichts, was mir in irgendeiner Form irgendwie Bedenken bereitet hätte. Mir ist niemand aufgefallen, der hätte unter Drogen gestanden oder so. Es war ein relativ kleiner und übersichtlicher Raum. Ich kann natürlich nicht in die Menschen reingucken, aber es ist jetzt nichts aufgefallen. Niemand wurde bedrängt oder zu irgendwas gezwungen. Davon habe ich nichts gesehen. Hier kommt dann auch wieder die Frage, okay, ist das denn korrekt, solche Partys zu veranstalten? Ist es denn korrekt, auf so eine Party hinzugehen? Und die Antwort ist wieder die gleiche. Ich meine, wenn man das machen möchte, kann man es natürlich auch gerne machen. Und natürlich gibt es aber auch Mädels, die zu dieser Afterparty hingehen oder danach fragen, eingeladen zu werden, einfach weil sie die Prominenten oder die Bandmitglieder sehen möchten. Also sie denken auch gar nicht daran, dass es da eine Möglichkeit geben könnte, mit jemandem zu schlafen. Und jetzt, wenn man das ganz, ganz, ganz neutral betrachtet, fragt man sich natürlich, okay, würde einer der Bandmitglieder sich tatsächlich dafür strafbar machen, wenn es eh welche Mädels gibt, die das freiwillig machen würden? Ganz ehrlich, selbst wenn es jemanden geben sollte, der ganz, ganz krank im Kopf ist, der das einfach aus Spaß machen würde,
denke ich nicht, dass es früher nicht rausgekommen wäre. Die Band existiert seit knapp 30 Jahren. Nächstes Jahr feiern sie Jubiläum. Und denkt ihr echt, dass sich in diesen 30 Jahren keiner melden würde? Also klar hätten dann in dem Fall manche Angst, irgendwas zu sagen oder irgendwas zu machen, aber doch nicht alle. Also es würde ja nicht jeder schweigen, wenn irgendwas in der Art mit ihm passiert wäre. Was auch eine sehr große Rolle an der ganzen Geschichte spielt, ist, wie stark die ganzen Nachrichten umformuliert werden. Zum Beispiel eine der Schlagzeilen, die ich zuletzt gesehen habe, lautete: Die Mädchen werden für den Sex mit Till Lindemann gecastet. Hauptsache, es hört sich groß und provokativ an. Und dann lesen das die anderen, die nicht mal den Hintergrund wissen, und dann geben sie es genauso weiter. Die geben es genauso weiter an ihre Bekannten, die geben es genauso weiter an ihre Familienmitgliedern und manche posten es teilweise sogar ins Internet, wo es dann wieder von irgendwelchen Leuten aus den Medien gelesen werden kann und wo es dann auch wieder anders weitergegeben werden kann. Und das ist eine sehr, sehr bittere Tatsache, finde ich, dass man da einfach so blind darauf vertraut. Und vor allem ist es bitter für die Band, die 30 Jahre lang, überlegt euch mal, 30 Jahre lang alles für die Kunst und für die Fans gegeben hat. Ich sage, es ist natürlich sehr, sehr leicht, jemanden wegen Gewaltausübung oder Nötigung zu beschuldigen, der so provokant ist. Wenn ihr die Band kennt, wenn ihr Till kennt oder seine Texte kennt, wisst ihr, was ich meine. Und man kommt in so einem Fall viel leichter damit durch, denn viele Zuhörer oder Zuschauer brauchen an der Stelle keine Beweise oder keine glaubwürdigen Argumente. Es klappt auch so, das reicht. Ich glaube, das hat sogar schon jemand öffentlich gesagt, aber stellt euch mal vor, es wird genau so ein Vorwurf gemacht gegen irgendjemanden. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen oder keine Beispiele nennen, dass ihr da nicht auf irgendwelchen falschen Ideen kommt. Stellt euch also vor, es wird so ein Vorwurf gemacht, genau so ein Vorwurf wie bei Till gerade, gegen eine Person, bei der man das anhand ihrer Kunst so überhaupt nicht vorstellen kann. Glaubt das dann jemand genauso schnell wie hier? Statement der Band dazu finde ich eigentlich ganz schön, weil sie sagen, dass jeder Recht auf seine eigene Meinung hat, aber sie auch ein Recht besitzen, nicht vorverurteilt zu werden. Und ich habe bereits gesagt, es ist ein schreckliches Thema, absolut, und solche Fälle passieren auch leider viel zu oft. Aber sollte man denn in diesem Fall mit dieser Band, mit den Argumenten, die aktuell existieren, mit den Beweisen, die aktuell existieren, so schnell ein Urteil aussprechen? Solange es keine Beweise zu diesem Thema gibt, kann natürlich jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ich als langjähriger Fan habe da einfach ein gewisses Vertrauen in diese Leute. Man schreibt einem in die Kommentare, wie könnt ihr sowas unterstützen? Wie könnt ihr diese Band immer noch hören? Aber was unterstützen wir denn bitte? Unterstützen wir wirklich Gewalt und Nötigung einfach nur, weil wir den Menschen glauben, weil wir nicht vorverurteilen? So eine Art Kommentare und so eine Art Aussage kommen teilweise oder meistens von den Menschen, die sich mit der Sachlage gar nicht beschäftigt haben. Die wissen nicht mal, woher das kommt. Die wissen nicht mal, womit es angefangen hat, wer was gesagt hat, wer diese Person war, was sie gesagt hat, was sie gemacht hat, was dann auch darauf geantwortet wurde, welche Beweise es dafür und auch dagegen gibt. Es hat einfach nur ausgereicht, dass man das in den Medien gehört hat. Und es steht aktuell einfach Aussage gegen Aussage. Nur diese eine Aussage, also diese erste Aussage mit den Anschuldigungen, wurde riesig, riesig groß gemacht durch die ganzen Instagram-Profile, die direkt, ohne sich damit zu beschäftigen, einfach reposten und sagen, das und das ist passiert. Dann kommen auch noch die anderen Medien, Zeitschriften, irgendwelche Nachrichten, Fernsehsender, die dann auch Schlagzeilen schreiben. Okay, Till Lindemann vergewaltigt kleine Mädels oder junge Mädels. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, ich werde in diesem Video jetzt keine abschließenden Worte sagen. Stattdessen werde ich hier einfach ein Video reinschneiden, was meiner Meinung nach super gut die aktuelle Situation beschreibt. Guckt euch das an und macht euch Gedanken. Thank you.
Arahan terakhir. Apa yang terima arahan? Kamu dulu. Panilah.